Hallo und ein herzlich willkommen, Michael. Hier ist der Maximus Buchs euch zu FIFA 17. Endlich ist es soweit und wir können es schon spielen. Ja, für alle, die Origin Access oder Xbox Access haben, die können natürlich schon ein bisschen vorher reinschnuppern, 10 Stunden ausprobieren. Ist natürlich ein Abo-Modell, das muss aber jeder selber wissen, ob er sich das antut. Ich habe es gemacht, um einfach mal ein paar Spiele anzuschauen im Vorfeld, um zu sagen, hole ich es mir oder hole ich es mir nicht. Es waren einige Spiele dabei, wo ich gesagt habe, naja, ich spare mir lieber die 40 Euro und deswegen mache ich das so. Aber FIFA 17, endlich können wir es mal genauer sehen. Nicht nur die Demo, da haben wir ja schon ein bisschen reingucken können. Natürlich auch den neuen Spielmodus, The Journey. Und da spielen wir Alex Hunter, eine Karriere so ein bisschen nach. Schön gemacht, so wie ich das bisher dato gesehen habe. Aber nach einer Saison soll irgendwie schon ein bisschen vorbei sein. Mal sehen, vielleicht kommt da noch ein DLC oder eine Erweiterung. Oder bei FIFA 18 geht es nach Deutschland, Spanien oder Italien. Könnt ihr mal reinschreiben, wo ihr sowas gerne spielen wolltet. Natürlich Deutschland, denke ich mal. Naja, okay, wie gewohnt können wir natürlich auch wieder ganz normale Spiele hier machen gegen andere Mannschaften. Alle aktuellen Mannschaften sind am Start. Länder ohne Ende. Das ist ja das große Pluspunkt bei FIFA. Die ganzen Lizenzen. Und dann eine eigene Karriere. Ultimate Team, das werden wir uns auch noch gleich angucken. Und dann Koop, Saison etc. kennen wir. Aber wir werden jetzt hier reingehen und werden uns das einfach mal anschauen. Ich habe natürlich schon die ganzen Sicherheitsabfragen gemacht, ihr wisst ja. Und hier gehen wir mal in den Shop. Man hat 7 Sets zur Auswahl. Ich habe schon eins geöffnet und mit euch öffne ich alle 6 weiteren. Und ja, ein Goldspieler. 80 Innenverteidiger. Das sagt mir eigentlich gar nichts, aber ihr wisst ja. Dafür seid ihr ja die Helden. So, die werden wir alle mal erstmal in mein Team reinhauen. Und dann werden wir mal sehen, wie wir es dann weitermachen. So, jetzt das nächste Paket öffnen. Und ja, haben wir schon mal einen Torwart. Das ist doch super. Also ich werde auf jeden Fall bei FIFA weitermachen mit den Prognosenspielen. Wie viel Prognosenspiele ich denn im Endeffekt immer so bringe, das werden wir dann mal sehen. Ob ich 1 mal die Woche, 2. Es kommt immer darauf an, wie ihr das sehen wollt. Dann will ich mit meinem alten Kumpel Keks viele, viele Multiplayer-Session machen. Und alles erstmal wieder zurück zum Verein. Ich weiß nicht, ob ich jetzt hier Glück gehabt habe mit den Spielern. Oh, aus Dresden mal einer. So, jetzt sind wir bald soweit. Und wen haben wir? Kann ich gar nicht viel mit anfangen. Okay. Ich möchte eigentlich mit einem Stürmer, offensives Mittelfeld, rechts, links Mittelfeld, dann ein zentrales Mittelfeld und ja, dann eine ganz normale Vierer-Abwehrkette. So würde ich gerne spielen. Oder sollte ich mit 2 Stürmern vorne spielen? 2-4-4. Ah, ich bin mir nicht sicher. So, oh, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich echt gespannt, was hier drin ist. Und. Oh. Eieieiei. Na, ist doch herrlich. Da haben wir doch immer einen guten Stürmer, ne? 82, ich denke mal, das ist super. Und jetzt. Oh.
Das sieht ja mal richtig klasse aus. So. Jetzt haben wir hier. Oh, wie viele Sets haben wir denn jetzt hier? Okay, öffnen wir einfach mal. Nee, ach so, sollte ich, müsste ich kaufen. Und dann seht ihr schon mal, wie teuer das ist. Ich denke mal. Ich würde dafür jetzt wirklich kein Geld ausgeben. Dann nehmt euch lieber die Zeit und ja, spielt selber. Da habt ihr ein bisschen mehr davon. So, wir können natürlich eine neue Saison anfangen. Und wir machen das auch. Ich bin mir nicht sicher, soll ich erstmal, weil es ja ein neues Spiel ist, erstmal einfach anfangen an und dann einfach mal richtig schön Tore reinknallen? Oder hier, da sind Profis, Weltklasse. Uiuiuiui. Ich glaube, das ist für Maximus noch so schwer. Ah, was könnten wir denn hier? Amateure, Halbprofis. Weil was ich gehört habe von einigen. Ach, wir machen das Einfache. Dass es gar nicht so einfach ist, auch Profi zu spielen, ne? Aufstellung bearbeiten. So, jetzt haben wir natürlich das Problem. Jetzt müssen wir erstmal alles bearbeiten. Oh, jetzt muss ich erstmal schauen. So. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt muss ich erstmal schauen, wo ich hier einen besseren Torwart finde. Warte mal. Spieler hinzufügen. Und jetzt wird mir das alles noch gesagt. Ja, wir machen mal aufsuchen. Und wir machen. Wir wollten ja einen Torwart, ne? Wir machen nur Gold. Ach, Namen suchen. Ja, wir wollen mal nicht übertreiben, ne? So. Oh Mann, das sind ja so viele Schrottspieler hier. Ich brauche auf jeden Fall einen Torwart hier noch. Den hier. Den werde ich hier reinsetzen. So, ich schau mal, was ich habe. Stürmer habe ich hier noch. Offensives Mittelfeld. Den könnte ich eigentlich jetzt hier reinknallen. Die verstehen sich zwar nicht so richtig, aber ja, müssen sie erstmal. Hier defensives Mittelfeld. Und jetzt werde ich hier diesen Stürmer, der ist ein bisschen besser. Vielleicht verstehen sie sich auch noch ein bisschen. Nee, verstehen sie überhaupt nicht. Ja, ganz großes Kino. So, jetzt brauche ich einen. Linker LF, ist es. Naja, so eine komischen Leute kann ich manchmal ja nicht so richtig brauchen. Ah, warte mal, warte mal, warte mal. Den könnte ich doch eigentlich hier reinmachen. Das ist ein bisschen offensiver heute hier vorne. Dann könnte ich den. Den hier hin machen. Den aus Hertha kommt auch hier rein. Und jetzt werde ich diese drei Leute hier noch umändern, um dann einfach mal loszulegen, ja? So, wir brauchen auf jeden Fall einen rechten Verteidiger, eigentlich einen rechten Mittelfeldspieler. Ist das ein rechter? Ein Stürmer haben wir hier noch, einen Torwart. Ziemlich viele mit. Ja, gut, alles klar. Oh, wir wollen nämlich noch ein Spiel machen. Gold. So. Den. Okay, jetzt ist aber völlig egal. Wir fangen jetzt einfach mal an jetzt mit dem Spiel. Sagen, jo. Und bin erstmal gespannt, wo wir überhaupt starten, ne? Und ich habe hier so ein richtig schönes Trikot. Wir machen die mal. Nee, die müssen in Gelb spielen. Okay. Dann starten wir das einfach mal. Das,
So, schön. Die kleinen Minispiele haben es ja auch ein bisschen schön gemacht. Oh, der sollte eigentlich drauf schießen. Okay, wir fangen jetzt an. Sonst wird es zu lang. Und jetzt haben Es wir ist es. das erste Spiel der Saison und für Sie geht es nun darum, einen ordentlichen Auftakt hinzulegen. Genau, Chris Maximus spielt FIFA 17 mit Wolfuß und Frank Buschmann. Ja, die üblichen Verdächtigen. Und da sind sie. Oh ja, sieht schon gut aus. Aber jetzt bin ich erstmal gespannt, wie meine Mannschaft Und jetzt überhaupt geht's los. spielt. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Na, hauen wir mal das Ding hier rüber. Da steht er gut. Er kann dazwischen gehen. Und ich denke mal. Hö! Ich wollte sagen, wir werden ja keine großen Probleme haben jetzt mit der Mannschaft, weil die sind ja alle ein bisschen Danke. schlecht. Wir machen mal richtig offensiv jetzt. Und wir werden uns versuchen. Hey! Hey, Maximus, was ist mit dir los? Die sind da überhaupt nicht Da passt gut. er auf. Wird das seine Torchance? Na! Da kann er sich den Ball holen. Ihr könnt ja mal reinschreiben, ob das überhaupt gute Mannschaften sind, die ich jetzt hier habe. Was ist mit dem los hier? Was? Die Gelegenheit. Na! Ey, kann ich denn überhaupt nichts mehr? Vasquez. Birsa. Das könnte gefährlich werden. So. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch finden Sie keine Lücke. Ja, das Problem ist ja, die sind auch nicht richtig abgestimmt, ne? Die wollen nicht so miteinander sprechen. Und jetzt wäre ich hier noch. Oh. Bald schon wieder weg. Gut gemacht. Ja. Die sind doch global an. Vasquez. Ey, das sind Da doch trifft er ihn Anfänger, die ich nochmal. jetzt hier habe oder Halbprofis, ne? Einwurf, der Ball war draußen. Ich sollte mal vielleicht nicht Im so Moment kommen Sie nicht richtig durch. Die übermütig Abwehr steht sein. gut. Oh, komm her. Den Ball kann er abfangen. Der Ach. Einwurf könnte Ihnen jetzt eine Chance einbringen. Ach, Mann, ey. Ich bin ja richtig genial hier drauf, ey. Gut verteidigt hier. Ey. Jetzt muss ich mich aber konzentrieren, ey. Das geht ja überhaupt nicht. Ich spiele eine Rotze Gibt's hier jetzt die zurecht. Gelegenheit? Nein! Oh, Torwart hatte gut, ja. Na, Es ist auch verdammt spät jetzt. Ja. Ich brauche ja jetzt eine Ausrede. Vasquez. Oh. Finnbo Gaston. Die Abwehr steht gut und sicher. Im Moment ist da kein Durchkommen. Ah. Die Defensive steht. Komm, 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 komm. Ich will hier ein Tor schießen. Oh, ja. Ich denke, ich werde die ersten Spiele hier in FIFA nur auf Halbprofi spielen und Da trennt dann. er ihn fair vom Ball. Jonathan Soriano. Das könnte die Chance werden. Und. Finnbo Gaston. Ah! Da ist er aufmerksam. Gut vom Torwart. Und. Den Kopfball, komm, Bengel. Hol dir das Ding. Ah. Das könnte eine Gelegenheit werden. Na, komm, Baby. Tolle Flanke. Aber Nein. da steht kein Mitspieler für diese So, Eingabe. jetzt weiter. Hier, Vasquez. Attacke. Wo seid ihr denn? Gutes Warum? Tackling. Aus diesem Einwurf könnte sich vielleicht eine Chance entwickeln. Oh Mann, ich sollte vielleicht aufhören mit FIFA spielen. Das geht ja gar nicht. Vasquez. Wird's jetzt gefährlich? Na, aber wirst du mir dann die Ball Sauber nicht vorbei rein? getrennt hier.
Oh, komm. Bevor er Risiko geht, lieber zum Torwart. Ja, mach da. Aber die stehen aber auch behindert heute hier. Ich werde doch mal irgendwie ein Tor schießen können. Ah, verdammt, da kommt er ran. Und da kriegt er an. Ah, oh, verdammt. Gut aufgepasst, die Flanke wurde abgeblockt. Aber jetzt haben wir das erste Mal, ja, das wissen wir. Hä? Oh. Da steht die Abwehr sicher. Der sollte eigentlich nicht dahin schießen. Kann das sein, dass sie noch gar nicht ausgeschlafen sind, meine Jungs hier? Oh! Ey. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. So. Elfmeter. Was? Nein! Ja, ja, gut, alles klar. Wir wollen ja ein bisschen Spaß haben hier, ne? Und. Oh! Ich hab 5 Meter gehalten! Geil! Na, aber hallo. Ich wollte eigentlich so eine kleine Faxen machen. Und dann schieße ich noch und halte den Elfmeter hier. Nein, nein, nein. So, lass mal ihn ausgehen. Ich denke mal, das wird an den Trikots sein, die ich hier habe. Die sind so verdammt hässlich. Ey! Wirst du... Jetzt wird's gefährlich. So. Den Ball kann der Torwart aufnehmen. Ich werde wohl alles deutschsprachige Spieler nehmen. Das ist mir... Die verstehen sich Jonathan nicht. Soriano. Und da geht's weiter. Na. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Oh. Bruma. Na wo? So, warum spielt er denn dahin, der Trottel? Kann es sein, dass sie sich überhaupt nicht verstehen oder wie? So. Wir müssen jetzt aber auf jeden Fall. Wir waren dämlich. Okay. Ich spiele halt. Liga schwer oder wie das heißt, ne? So. Und jetzt geht's hier weiter. Was ich von euch auch noch wissen möchte, welche Kameraperspektive nehmt ihr? Ich habe jetzt hier ganz normal die Korb genommen, dass wir hier mehr jetzt sehen. Gefährlich werden. Ah, komm her. Und den spielt er wieder zurück. Na. Was ist denn hier das los? Das war wieder eine Gelegenheit, aber so. Sie gehen nicht in Führung. Nee, gehen sie nicht. Wir werden jetzt wirklich Druck machen. Zum Glück habe ich nicht super schwer gemacht. Was, Kess? Ey! Die können irgendwie überhaupt nicht passen, kann das sein? Das könnte gefährlich werden. Oh. Flanke kommt, wird das eine Chance? Flanke war ein bisschen schlampig, deshalb kein Problem für die Verteidigung. Ja, ein bisschen schlampig. So. Gleich wird ah, ey, wirklich, die können ja gar nichts. Frischen Mann bringen. Jetzt müssen sie aufpassen. Das kann doch nicht jetzt wahr sein. Und es geht. Können wir da auch irgendwie wechseln? Ach, eigentlich bringt das keine Punkte, ob wir hier wechseln oder unscheiß. Oh. Das läuft ja wie ein Länderspiel hier. Oh. Oh, komm. Dorsey. Tja, irgendwie ist dieser Spieler wie ein Fremdkörper in dieser Mannschaft. Ah, die werden noch ein Tor hier reinschießen, verdammt nochmal, Jungs. Nein! Nein! Oh. Die sind genauso behindert wie ich. Herrlich. Ich, Per Kopfball. Sie oh. sind heiß auf den Sieg. Ja, ja. Mit der Führung klappen können. So.
Aber die können ja nicht mal, vorbei, sie verlieren den Ball. So richtig nach vorne spielen geht überhaupt das nicht, Alter. Könnte eine Gelegenheit werden. Hau doch mal ab, Mensch. Gib mir den Ball. Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Da kommt der Steilpass. Ball schon wieder weg, gut gemacht. Ah, der bewegen sie aber auch nicht so richtig, ne? Das wird Abstoß geben. Irgendwie ist da Wurm drin. Dabei habe ich doch heute die Demo nochmal gespielt. So. Die sind gar nicht mal so schlecht, ey. Alter! Das gibt Einwurf. Das gibt erstmal eine rote Karte. Birsa. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Das war auch dumm von mir. Ich muss wirklich sagen, es ist gar nicht mal so einfach. Ich bin jetzt sowieso nicht der absolute FIFA-Superstar. Das war eine richtig gute Gelegenheit. Am Ende fehlt nicht viel zum Tor. Ganz alleine vor der Kiste, aber er macht das Ding nicht. Unglaublich. Und ich habe irgendwie das Gefühl, als wenn die da... Oh. War der noch dran? Ein Zuspiel hier, der geht ins Aus. Komm, wenigstens noch ein Törchen. Für mich jetzt. Komm. Ich mag die Mannschaft schon jetzt nicht. Wird das eine Torchance? Ey, was bist du denn? Die Kugel ist weg. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. So, ja endlich. Wir sehen hier gerade die Ballbesitzstatistik eingeblendet, Buschi. Ja, ziemlich. Schuss! Ach. Du hast aufgepasst vom Torwart. Ich wollte auch nicht weiter rennen. Das ist die erste richtige Chance hier. Aber war ein schöner Schuss, ne? Das war gut. So, jetzt können wir mal hier Ecke... Kopfball ja! Ah, no luck, no skill, Junge. Keine Ahnung, aber ich mach das mal. Das Ding ist so, gut. Jetzt gibt's natürlich auch die Wiederholung dieses Treffers. Die Ecke hat er wirklich klasse reingebracht. Ja, schön. Ja, das freut mich. So. Ein bisschen hat's ja gedauert, aber jetzt können wir in der zweiten Hälfte den ersten Treffer der Partie verzeichnen. Ja, 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 ja. Aber und ich habe trotzdem nicht ausgewechselt, weil die Leute sind fit. Aber wir könnten trotzdem. Wir machen es trotzdem, ja. Wir gucken mal, was wir an Spieler haben. Wir machen mal, weil wir sowieso defensiv jetzt agieren wollen, machen wir die Beine mal raus und wir machen einen, wir machen einen, den hier. Okay, jetzt haben wir drei Leute, das macht man nicht, ist mir aber völlig Bockwurst. Wir haben uns... Eine Auswechslung bei den Gastgebern steht an. Jetzt wird's gefährlich. Flanke abgefangen. Gut gemacht vom Abwehrspieler. Na, die gehen aber auch richtig schnell ran, muss ich sagen. Jetzt haben ne? Sie den Ball. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Also ich habe im Vorfeld Profi eingestellt. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der Partie und gönnt ihm den Beifall. Und das völlig zurecht. Den Köpfen. Oh, gut gemacht. Das nix, den hält der Torwart natürlich. Schön gemacht von dir. Sie können ihn heute einfach nicht überwinden. Unglaublich. Kopfball. Oh. Ey. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss nicht präzise genug. Ich hoffe mal, dass ich da nicht irgendwie... Richtig tolle Stimmung hier. Die Fans hätten den Sieg auf jeden Fall verdient. Das steht mal fest. Ja, sie geben alles und auch auf dem Feld geht es hoch her. Die letzten Minuten Spannung pur. Oh, der war zu doll. Das hätte eine gute Gelegenheit geben können, aber jetzt ist der Ball weg. Ja, ja, ist er weg, ist er weg, ist er weg, ist er weg. Und komm, 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 komm. Ah, die können aber auch den Ball nicht halten, ne? Das, irgendwie... Abwehr aufgepasst. Oh, die wollen mich jetzt ärgern. Oh, die gehen aber auch ran, Junge. Die haben auch keinen Respekt hier vom Maximus. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Oh. Schwer vom Ball zu trennen. Er setzt sich hier gegen alle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich will gewinnen, ich will gewinnen, ich will gewinnen. Gefährliche Flanke.
Sehr aufmerksam, die Flanke gut. Ja, schön. Gut so, aufgepasst. Jetzt muss ich aber wirklich auf Verteidigung gehen. So, Defense. Klasse gespielt. Oh. Super Flanke. Die Chance. No! Und diesen Ball hat er sicher. Klasse vom Torwart. Uiuiui. Das kann ja wieder was werden hier, wenn ich hier FIFA spiele. Ich muss auf jeden Fall mein Team hier noch ein bisschen aufbauen, ey. Und da! Das könnte die Chance werden. Er zieht ab. Ah. Keine schlechte Chance, aber vorbei. Ach, da war vielleicht sogar mehr drin. Ich hätte eventuell nach innen noch spielen können, ne? Aber ich wusste jetzt eben nicht, ist das eine gute Idee, ist das keine gute Idee. Ich werde auf jeden Fall alles nur deutsche Spieler und wir haben auf jeden Fall gewonnen. 1:0 der Endstand. Ich mache jetzt aber wirklich mal einen Fisch. Die ersten drei Punkte geholt. Ja, so die ersten drei packen, Punkte. Dann können Sie einiges packen. So, ich hoffe, ihr konntet einen kurzen Einblick von neuem FIFA. So, damit geht nun auch für den Neuzugang die erste Partie beim neuen Verein zu Ende. Genau. Klar, dass er heute happy ist, er hat den entscheidenden Treffer gemacht. So sieht's aus. Ja, wie gesagt, ne, mal sehen, wie es weitergeht, ob ihr so viel FIFA sehen möchtet. Und ich mache erstmal einen Fisch. Ich muss erstmal verdauen, das 1:0. Haut rein, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.